Mit der Arbeiterkammer Tirol. Immer auf der sicheren Seite. Henrik Eder. Im Gespräch mit AK-Präsident Erwin Zangerl. Mit der AK Tirol sind Sie auf der sicheren Seite und auch heute kommen wieder Themen zur Sprache, die wahrscheinlich die meisten von Ihnen betreffen. Herr Präsident, in einem halben Jahr sollte die Senkung der Lohnsteuer kommen mit spürbaren Entlastungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Allerdings werden Sie nicht allen Punkten grünes Licht geben. Neben einer schleichenden Steuererhöhung durch die kalte Progression kritisieren Sie vor allem die Erhöhung der Grunderwerbsteuer. Ja, ist richtig. Man muss einmal sagen, die Lohnsteuersenkung ist eine gute Sache. Das ist auch das, was wir verlangt haben. Jetzt natürlich haben wir zu bewerten die Gegenmaßnahmen. Und da stört uns natürlich einerseits, dass die kalte Progression nicht behandelt wurde. Das heißt, in kürzester Zeit haben wir wieder das gleiche Problem, dass die Lohnsteuer permanent dadurch steigt. Aber natürlich im Bereich der Grunderwerbsteuer, da muss ich sagen, also das muss man sich jetzt genau anschauen. Denn das kann nicht sein, dass der Gesetzgeber drauf und dran ist, drei verschiedene Gruppen zu schaffen. Das ist einmal nach dem Einheitswert, das was bis jetzt eigentlich alle gehabt haben. Dann bei den Unternehmen einen Freibetrag bis 900.000, ungedeckelt mit 0,5% bitte. Und dann beim Privaten natürlich volle Steuer nach dem Verkehrswert und das noch gestaffelt oben hin, was in Tirol besondere Auswirkungen hat durch die hohen Preise bei uns, die natürlich bezahlt werden müssen. So, wenn du ein Haus erbst, musst du einen Kredit aufnehmen unter Umständen, dass du das Erbe antreten kannst als normaler Arbeitnehmer oder als normale Arbeitnehmerin. Sollte das tatsächlich so gesetzt werden, was ich nicht hoffe natürlich, dann muss man dagegen gerichtlich vorgehen und wir bereiten derzeit die Klage vor. Was sagen Sie zu einer geplanten Erhöhung der Grunderwerbsteuer? Ja, also ich bin vor 20 Jahren nach Italien gezogen. Ich finde das sehr schade, weil dann passiert vielleicht sowas, wie man es in Italien sieht, dass dann alte Gegenstände oder alte Höfe oder auch noch schöne Häuser zum Verfall verurteilt sind, weil die Erben dann einfach sich nicht interessieren und sagen, was soll ich denn mit dem Krampel und dafür Steuern anders bezahlen? Macht's damit, was ihr wollt. Ich glaube, dass man jetzt in den Nachverhandlungen relativ eine gute Lösung gefunden hat. Natürlich ist es für die Betriebe ein Wahnsinn, dass sie mehr zahlen müssen, vor allem gerade in den Tourismusregionen. Und es ist halt ein starkes Problem, vor allem in Westösterreich, weil die Immobilienpreise bei uns einfach sehr viel höher sind als in Ostösterreich. Deswegen, ich bin auch sehr gespannt darauf, wie das umgesetzt wird. Auch wenn man jetzt Verkehrswerte heranzieht, da wird es dann zu Gutachterstreit kommen. Also ich bin sehr gespannt auf die endgültige Ausgestaltung dieser Regelung. Dieser Tage liegt wieder die aktuelle Ausgabe des Konsumenten in Ihrem Postfach. In der Titelgeschichte zum Thema Pensionslücke zeigen Untersuchungen, wie die Beratungen durch Banken, Versicherungen oder unabhängige Finanzdienstleister in Tirol funktionieren. Ja, der Pension ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, das zwar erst am Ende des Arbeitslebens schlagend wird, aber dann natürlich umso wichtiger ist. Und darum ist es dringend erforderlich, dass man sich das genau anschaut. Einerseits natürlich sollte man ganzjährig und ganztägig arbeiten, um auch die volle Pension zu erhalten. Andererseits muss man sich jetzt natürlich auch entsprechend beraten lassen. Und man soll vor allem nicht in Panik verfallen, denn für jene, die noch lang zu arbeiten haben, die haben ja auch die Chance, das entsprechend natürlich zu verbessern, beziehungsweise Pensionslücken zu schließen. Wenn es Fragen gibt, kann man sich jederzeit an die AK Tirol, sowohl in Innsbruck als auch in den Bezirken wenden. Und abschließend noch ein aktuelles Service der AK Tirol, der Betriebskostencheck. Wir alle wissen natürlich, alle jene, die Betriebskostenabrechnungen bekommen, das ist manchmal ein Buch mit 7 Siegeln. Wir wollen dazu beitragen, da aufklärend zu wirken, auch mitzuhelfen, damit man versteht, was ist diese Position, warum wird sie eingehoben, beziehungsweise wenn es nicht stimmt, dass man dann auch entsprechend berät, so damit die Mieterin oder der Mieter dann nachfragen kann und unter Umständen das richtigstellen kann. Und da gibt es jetzt Beratungen in Innsbruck, aber auch in allen Bezirken. Die jeweiligen Termine wurden bereits veröffentlicht bzw. können auf der Homepage abgefragt werden. Also schauen Sie auf die Homepage der AK Tirol, ak-tirol.com. Dort finden Sie alle Termine.